Ich darf ankündigen, Peter Hormanns von der Hostsharing EG wird uns was erzählen über digitale Infrastrukturen in Nutzer und hoffentlich auch in Nutzerinnen Hand. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Ja, also ich habe meinen Vortrag getitelt Infrastruktur in Nutzerinnen und Nutzerhand und als Untertitel, wir machen unsere eigene Twitter-EG auf die Reaktionen, die es gab. Ich weiß nicht, ich glaube, es war schon vorletztes Jahr, als Twitter anfing, die Timeline nicht mehr in der zeitlichen Reihenfolge zu machen, also im Prinzip angefangen hat, die Nutzer zu bevormunden, als Leute überlegt haben, auch auf wirklich auf einer Twitter-Hauptversammlung, ob man Twitter nicht irgendwie in ein genossenschaftlich organisiertes Unternehmen wandeln könnte, was natürlich nicht funktioniert hat, aber das ist eben die Idee, die dahinter steckt. Ja, zwei Worte zu mir. Ich bin freiberuflich als Informatiker unterwegs, eigentlich Softwareentwickler, heute mehr so im Bereich DevOps unterwegs. Ja, und jetzt unter anderem auch hier, weil ich Mitglied der Hostsharing EG ist, die da im Vorrang Stand hat. Ich möchte so ein bisschen motivieren, die vielen Helferlein, die viele Menschen, vielleicht auch viele von euch nutzen, die irgendwo aber eben nicht von uns selbstbestimmt sind, sondern zu einem großen Teil auch durch Werbung finanziert sind, irgendwelche Cloud-Dienste, ja, die wir in der Regel kostenlos, aber eben durch Bezahlung mit Daten nutzen. Die Konzerne, die dahinter stecken, die sind natürlich in der Regel ihren Kapitalgebern verpflichtet und versuchen, maximalen Gewinn zu erwirtschaften und tun das oft eben auch wirklich, indem sie mit den Daten, die ihnen durch die Nutzung zur Verfügung stehen, irgendwie Profile über Nutzer zu bilden und das zur optimalen Ausschüttung von Gewinnen beim Werbung verbreiten, nutzen. Ja, ich denke, die meisten von euch wissen, dass es für all das Alternativen gibt. Also wir haben alle schon lange irgendwie E-Mail-Postfächer, auch bei deutschen Providern. Es gibt heute die Möglichkeit, wirklich auch nicht werbefinanzierte Postfächer zu haben, bei einem Provider des Vertrauens oder eben, ihr kennt Posteo oder Mailbox.org, die für relativ günstige Kosten jedem Menschen ein Postfach zur Verfügung stellen. Ja, es gibt diverse Kalenderserver, auf die man ausweichen kann, wenn man den Kalender nicht bei Apple oder bei Google speichern will. Es gibt Alternativen zu Dropbox oder zu Google Docs, Nextcloud und C-File würde ich da nennen. Und es gibt eben auch zu den Messengern freie Alternativen, die auf dem XMPP-Protokoll oder auf dem Matrix-Protokoll beruhen. Und es gibt letztendlich auch noch Alternativen zu Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken. Da nenne ich mal Diaspora, was schon länger bekannt ist und eben seit den letzten zwei Jahren auch Mastodon, was eher so eine vergleichbare Funktionalität wie Twitter anbietet. Ja, all diese Sachen sind freie Software und man kann sie auf dem eigenen Server betreiben. Das ist natürlich, wenn man selbstbestimmt sein will, die optimale Lösung. Aber nicht jeder will und ist technisch in der Lage, einen Server auch selbst zu administrieren und muss sich eben auf die Suche nach einem Betreiber für den Server suchen, der das für ihn macht und dem er oder sie dann auch vertrauen. Ich will einen Blick auf das Fediverse werfen. Fediverse ist so ein Kofferwort aus Federated, also eine föderierte, verteilte Software und dem Universum. Man versteht darunter eben so Software im engeren Sinne, wie zum Beispiel Mastodon, was so ein Twitter-Netzwerk ist, aber eben als Netzwerk organisiert. Das heißt, es gibt nicht einen Mastodon-Server, sondern ganz viele, die miteinander kommunizieren. Das ist eben mit diesem Begriff föderiert gemeint. Ja, und
in diesem Umfeld existieren sehr viele Server und das sind meistens Server, die von engagierten Einzelpersonen betrieben werden. Das ist erstmal eigentlich eine schöne Sache, insbesondere wenn man wirklich seinen Serverbetreiber kennt und dem vertraut. Aber das ist oftmals nicht nachhaltig, weil dieser einzelne Mensch irgendwann vielleicht sich beruflich verändert, eine Familie gründet und aus irgendwelchen Gründen halt dann nicht mehr die Zeit aufbringt, um diesen Server weiter zu betreiben. Und ja, entweder es wird dann oft vernachlässigt oder es kommt eben, was ich dann konsequenter finde, zu einer Ansage, ich werde das irgendwie in 3 Monaten einstellen, bitte sucht euch eine andere Heimat im Fediverse. Ja, ich will in diesem Vortrag eben versuchen, da Alternativen zu zeigen, dass man sowas eben ja nicht irgendwie einem engagierten Einzelnen überlässt, der dann vielleicht, um das finanziell zumindest teilweise dann zu entschädigen, was so ein Server kostet, mit Spenden macht, sondern dass man sich da um alternative Möglichkeiten kümmert, sowas zu machen. Man kann überlegen, ja, wie wird sowas finanziert? Man kann dann nach der öffentlichen Hand rufen und ich finde die Frage, sowas ähnlich wie Rundfunkbeiträge zu ans Kosten zu verteilen, gar keine schlechte Idee, weil warum sollen die neuen Medien eigentlich anders sein als die alten Medien, die es jetzt irgendwie seit 50, 60, 70 Jahren gibt? Also da wäre es eigentlich eine Möglichkeit, dieses Modell zu erweitern oder ein vergleichbares Modell zu schaffen. Was natürlich näherliegender ist, das wirklich irgendwie dann direkt auf die Nutzer umzulegen, weil das hätten wir dann heute und sofort selbst in der Hand und müssten dann nicht irgendwie eine lange politische Diskussion führen. Ja, eine dritte Möglichkeit wäre eben, wenn Organisationen, die es gibt, eben ja solche Infrastruktur für ihre Mitglieder bzw. für ihre Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellen. Was ich aber in dem Vortrag jetzt motivieren möchte, ist, ob man sowas nicht wirklich solidarisch, also auf einem gemeinsamen bürgerlichen Engagement hinbekommt, dass man eben wirklich als Mitglieder über einen Mitgliedsbeitrag, vielleicht auch über freiwillige Beiträge dazu bringt, sowas als Gruppe selbst zu machen. Als Rechtsformen bieten sich da eben an, das wirklich auch genossenschaftlich oder als Verein zu organisieren. Es gibt beide Möglichkeiten. Als Mitglied der Hostsharing EG, aus der ich jetzt hier bin, ich mache mal etwas schneller weiter, möchte ich natürlich so ein bisschen erzählen, wie so eine Genossenschaft funktioniert. Der Kern von einer idealtypischen Genossenschaft ist, die Genossenschaft erbringt Leistungen für ihre Mitglieder. Das heißt, die Genossenschaft ist nicht ein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern es ist ein wirtschaftliches Unternehmen mit dem Ziel, dass die Mitglieder der Genossenschaft, die Genossinnen und Genossen, von dieser Genossenschaft in irgendeiner Form Leistungen beziehen. In unserem Fall wäre das eben, oder in dem Fall der Hostsharing EG ist eben das Hosting-Angebot. Das ist ein mitbestimmtes Unternehmen, das heißt, die Mitglieder wählen Vorstand, wählen einen Aufsichtsrat, nehmen einer Mitgliederversammlung teil. In unserem Fall ist das eine Online-Mitgliederversammlung, die eben im Genossenschaftsgesetz seit einigen Jahren auch möglich ist. Und die Genossenschaft ist eben Eigentum der Mitglieder. Das heißt, die Mitglieder kaufen Genossenschaftsanteile und sind somit wirklich Eigner ihrer Infrastruktur. Ja, ich denke, dass sich auf so einem Weg eben ja, eine hohe Souveränität und Eigenbestimmung erreichen lässt. Ich mache einen kleinen Ausflug nach Hostsharing. Hostsharing gibt es schon seit 17 Jahren und ist darauf spezialisiert, dass man eben Webanwendungen
selbst betreibt, aber eben auf einer Infrastruktur, die von der Genossenschaft zur Verfügung gestellt wird, sodass man sich um viele Dinge nicht kümmern muss. Und innerhalb der bereitgestellten Plattform gibt es dann eben Möglichkeiten, zum Beispiel so ein Nextcloud selbst zu betreiben und die E-Mail-Dienste der Genossenschaft zu nutzen. Was wir mit Blick eben auf die Twitter-EG auch machen, ist eben, dass wir so eine Mastodon-Instanz für unsere Mitglieder betreiben. Das ist ein Screenshot von unserem Mastodon. Ja, es gibt Beispiele, wo an vielen Stellen es inzwischen in der Richtung Bestrebungen gibt. Ich habe hier einfach mal 4 aufgelistet, die mir in den letzten Monaten und Wochen begegnet sind. Also Nubo ist eine Genossenschaft in Belgien, da hinten sitzt die Agnes, die das Projekt vorantreibt, die gerade in der Gründung ist. Faircom ist eine ähnliche Genossenschaft in Österreich, in Vorarlberg, die zum Beispiel Nextcloud als ein Produkt für Mitglieder anbietet. In den letzten Wochen ist mir Anoxinon begegnet. Das ist eine Gruppe von so Serverbetreibern, die bis jetzt ihre eigenen Server betrieben haben, die sich eben durch die Gründung eines Vereins zusammengetan haben und das auf dem Weg nachhaltiger machen wollen. Ja, hier nochmal ein paar Screenshots. Das ist einmal der Faircon, das Nubo-Projekt, dieser Verein, Host-Sharing. Ja, dann stehe ich für eure Fragen zur Verfügung, jetzt oder nachher im Forum am Host-Sharing-Stand. Also es ist die Frage nach der Twitter-EG, ob es die gibt. Nein, als Genossenschaft gibt es die nicht. Es ist ein Projekt, was ich anregen möchte oder von dem es vielleicht hoffentlich viele kleine gibt. Also Beispiele sind eben zum Beispiel das Mastodon, was wir als Host-Sharing betreiben. Ich selber betreibe mit ein paar wenigen Leuten für meine Stadt, für Krefeld, eine Mastodon-Instanz mit dem Ziel, wenn sich das etabliert, da auch einen Verein zu gründen, um das nachhaltiger zu machen und mehr Leute ins Boot zu holen. Also es ist ja auch so, dass man für den Betrieb von so einer Software nicht nur eine Kompetenz braucht. Also ich bin derjenige, der das administrieren kann technisch, aber man braucht ja auch Leute, die das zum Beispiel moderieren. Oder man braucht Leute, die Öffentlichkeitsarbeit machen, Werbung dafür machen, dass die Leute das auch wirklich nutzen. Und ich denke, da ist es einfach sinnvoll zu überlegen, ob man sowas nicht als Verein oder als Genossenschaft organisiert. Ja, dann nochmal vielen Dank. Ja, vielen Dank an Peter Hormanns. Das ist das Ende dieses Blogs. Vielen Dank an alle, die gesprochen haben. Vielen Dank an alle, die da waren.